So, hier will ich euch mal zeigen, wie ich meinen Hund dran gewöhne, auf Zug zu gehen. Räuber ist da jetzt absoluter Anfänger, deswegen kann ich euch das jetzt hier mal kurz zeigen. Er hat jetzt die komplette Montur an, das heißt das Zuggeschirr, das soll ihm dann signalisieren, jetzt wird gearbeitet. Das ist das Zeichen, jetzt da war ziehen, weil beim Spazierengehen soll das ja nicht tun. Dann hat er natürlich dieses spezielle Zuggeschirr nicht an. So, ich setze mir den Hund immer schon parat mit der Leine, dass er nicht verwurschtelt ist. Ich kann ihn stehen lassen, ich kann ihn sitzen lassen. Das kann ich machen, wie ich will, wie es am besten funktioniert. Wenn der Hund noch von alleine nicht sitzen bleibt, einfach einen zweiten Mann dazu holen, der den Hund dann festhält. Beziehungsweise der zweite Mann, der kann gleich die Strecke runterlaufen und dort einen Ball hinlegen. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Räuber, sitz. So, ich gehe jetzt hier die Strecke runter. Räuber sitzt da oben. So. Dann lege ich mir jetzt hier in die Mitte des Weges seinen Ball. Das ist sein Ziel. Er muss ja Motivation haben, warum er das Fahrrad auch ziehen möchte. Das ist eigentlich genau dasselbe wie im gesamten Training. Ohne Motivation geht nichts im Hundesport. So, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Hund. Das macht er prima. Super macht er das, ne? Klasse. Sitz. Jetzt bereite ich hier mein Fahrrad vor. Ich hoffe, ich kann das jetzt mit einer Hand zeigen. Das sollte nochmal bei Räuber funktionieren. So. Jetzt spanne ich schon ein wenig die Leine, dass er nicht direkt in die Leine rin knallt, sondern dass das Ganze schon etwas auf Zug ist. Räuber? Wo ist dein Ball? Wo ist dein Ball? Da. Steh. So. Und dann versuche ich jetzt ihn mit dem Kommando, wie ich starten will, ihn zu diesem Ball zu befördern. Ich trete jetzt nicht, er muss das Fahrrad von selbst dorthin ziehen. Okay, lauf! Jetzt ist er schon vorbeigelaufen. Jawohl, super. Jetzt ist er schon vorbeigelaufen. Jetzt hat er sein Ziel, seine Belohnung. Und so gewöhne ich den Hund an das Zuggeschirr, dass er mal das Gefühl kriegt, wenn hier ein Gewicht in die Zugleine reinkommt, dass er dann nicht stehen bleiben soll, sondern weiterlaufen soll. Das mal nur so als kleinen Ansatz und Hilfestellung. In this stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-O-I, F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-O-I, F-E, right in your side. You would never see me coming. Next level, so damn, you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you